Das Impfen gegen Masern kann zwar kurz einmal wehtun. Die meisten Experten vertreten aber die Auffassung, lieber gegen Masern impfen als Masern bekommen. Der Bundestag hat am Donnerstag mit großer Mehrheit einem Gesetzentwurf zur Masernimpfpflicht zugestimmt. Eltern müssen künftig nachweisen, dass ihre Kinder gegen Masern immunisiert sind, bevor sie sie in einer Kindertagesstätte oder Schule anmelden. Mit dem Masernschutzgesetz will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Masern effektiver bekämpfen. Wenn es um Gemeinschaftseinrichtungen geht, dann geht es ja auch um die Frage, ob ich andere unnötig gefährde. Und eine Maserninfektion mit den Impfungen, die wir haben, höchst sicher und höchst erprobt, ist im Jahr 2019 eine unnötige Gefährdung. Und darum geht es auch. Freiheit heißt auch, dass ich nicht unnötig gefährdet werde. Und deswegen ist gerade aus dem Blickwinkel von Freiheitserhaltung dieses Gesetz eben ein gutes Gesetz, weil es Freiheit und Gesundheit schützt. Eltern, die ihre in einer Einrichtung betreuten Kinder nicht impfen lassen, sollen künftig mit einem Bußgeld von bis zu 2.500 Euro belegt werden können. Auch Erzieherinnen und Erzieher, Tagesmütter sowie Personal in Gesundheitseinrichtungen und Flüchtlingsunterkünften werden zur Maserimpfung verpflichtet. Ohne Immunisierung dürfen sie dort nicht arbeiten. Eine allgemeine Impfpflicht ist mit dem Gesetz aber nicht verbunden. Ungeimpfte Kinder können auch nicht von der Schule ausgeschlossen werden.